Willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von Zavi.com vorstellen. Das ist ein Internetshop, auf dem man Spiele bestellen kann. Die Anwendung ist insgesamt ziemlich simpel, hier leider auch noch nicht an das große Display vom iPod 5, iPhone 5 und iPhone 5S angepasst. Aber trotzdem wollen wir euch das Ganze mal vorstellen, weil man damit wirklich ziemlich gut und auch schnell Spiele einkaufen kann. Ihr seht es hier schon, hier werden im Slider gleich einige angezeigt. Die kann man natürlich auch dementsprechend aufrufen, indem man einfach mal draufklickt. Und da gibt es dann gleich hier ein paar Informationen. Erstmal natürlich den Namen, hier zum Beispiel Duke Nukem. Man kann das Ganze zu den Favoriten hinzufügen. Probieren wir einfach mal. Man kann das ganze Produkt auch teilen und ebenfalls kaufen. Das ist natürlich hier ein ziemlich großer Bereich und da gehen wir auch gleich mal drauf. Das Ganze wird jetzt hier kurz geladen. Und man wird jetzt hier in eine mobile Sicht weitergeleitet. So sieht das Ganze aus. Ich habe da neulich schon mal was reingetan. Und so sieht dann hier dieser mobile Warenkorb aus. Man kann die Menge wählen. Man kann auch noch einen Rabattcode eingeben, falls ihr gerade einen von uns habt. Und dann hier die Bestellung abschließen. Diese mobile Anwendung ist also ein bisschen mehr eine Verknüpfung als so eine richtige native Anwendung. Also man wird da dann doch noch zur mobilen Seite weitergeleitet. Und das ist nicht alles ganz so schick hier in dieser mobilen Anwendung. Aber trotzdem ist es angepasst an die mobilen Geräte. Und man kann damit wesentlich besser einkaufen als mit dieser riesengroßen Internetseite optimiert für die Computer. Ja, es gibt natürlich auch noch eine Suche. Es gibt natürlich viele Spiele und da macht es natürlich Sinn, hier eine Textsuche zu integrieren. Das haben die Entwickler hier auch dementsprechend getan. Es gibt hier auch noch Browse, da kann man einfach mal schauen, was man denn suchen möchte. Zum Beispiel eine DVD oder eine Blu-ray. Falls man was für die PS3 oder Wii sucht, kann man auch dementsprechend vorgehen. Und wenn man hier mal auf PS3 geht, sieht man auch, was sich derzeit am besten verkauft. Kann man hier auch noch sortieren, zum Beispiel nach dem Preis, weil man nicht ganz so viel ausgeben möchte, dann nach dem Titel und nach dem Release. Und bei Coming Soon kann man auch noch schauen, was demnächst erscheint. Im rechten Bereich gibt es dann hier zu guter Letzt noch die Favoriten. Da kann man natürlich jede Spielrichtung, jede DVD etc. hinzufügen. Und dann war das eigentlich auch schon die gesamte mobile Anwendung. Wir können euch das empfehlen, falls ihr mal spontan was auf zavi.com einkaufen wollt. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.